Es ist einfach schon wieder soweit. Vor 3 Jahren wollte ich Mario Odyssey unter 1 Stunde 25 Minuten durchspielen. Vor 2 Wochen unter 1 Stunde 15 Minuten. Das war für mich schon ziemlich hart. Ich habe gerade so 1,14 geschafft. Und diesmal wollte ich Mario Odyssey durchspielen unter 1 Stunde und 10 Minuten. Ich dachte mir, wie zur Hölle soll ich mit meiner Route nochmal über 5 Minuten schneller sein? Aber ich wäre nicht Vic, wenn ich nicht komplett reinschwitzen würde. Und wie ich reingeschwitzt habe. Ich habe in der letzten Woche so viel Mario Odyssey gespeedrunnt und neulich war ein Tag, da lief alles schief. Es war einfach nicht mein Tag. Vor allen Dingen passierten so viele Fehler, die mir noch nie zuvor passiert sind. Dementsprechend war ich nicht sonderlich gut drauf, was mir im Übrigen immer noch leid tut. Dann gab es endlich einen Run, wo fast alles gut lief. Bis zum Mecker. Das sollte eh mein letzter Run werden. Ich wollte aufgeben und einfach nur schlafen gehen, aber leider kickte auch hier mein Ehrgeiz. Ich konnte nicht aufgeben, nicht nachdem das passiert ist. Deswegen legte ich kurz eine Pause ein, 5 Minuten ungefähr, und probierte es ein allerletztes Mal. Ich werde jetzt den folgenden Run im Voiceover kommentieren, weil ich da einfach zu deprimiert war, um zu reden. Also ich habe super wenig gesagt. Ich hoffe, auf die Art und Weise ist es auch okay. Also ich werde kommentieren, was da passiert und was unter anderem gut lief. Und ich würde sagen, los geht's. So, am Anfang stelle ich die Zeit um. Das hat einen bestimmten Grund. Und zwar ist das 7 Minuten vor einer Zeitumstellung. Und das ist wichtig für den Seed in der Wüste, damit ich mir den Mond direkt abholen kann. Und in Cap Kingdom kann ich den Froschen switchen ein bisschen schneller. Also ich brauche einen Sprung weniger. Ich mache hier einen kleinen Sprung und springe hier zweimal diagonal auf dem Wasser. Und der dritte Sprung erfolgt nach oben. Das bedeutet, das ist ein Sprung weniger, ergo ich bin insgesamt ein bisschen schneller. Und weiter geht's. Brühl ist inzwischen auch ein bisschen einfacher, beziehungsweise der war schon immer einfach. Aber jetzt habe ich die Möglichkeit hier, also beziehungsweise ich habe das Timing, wann ich auf den Hut springen muss, sodass ich ihn direkt wieder angreifen kann. Kein Problem. So, jetzt kommt Kaskade Land nach der Cutscene. Rückwärtssalto, 2 Hechtsprünge, Dreiersprung, dann Wandsprung und dann mit dem Controller schütteln, damit ich instant der Dino bin. Das klappt inzwischen ganz gut. Trampolin-Jump klappt inzwischen auch sehr, sehr gut. Und jetzt kommt der Bossfight in Kaskadeland. Hier gibt es einen bestimmten Trick, wie man den Kettenhund instant einnimmt. Den kann ich inzwischen ganz gut. Erste Phase ist kein Problem. Jetzt wird geschüttelt, um die Münzen mitzunehmen. Die brauche ich für später. Und den zweiten Jump verkacke ich so ein bisschen. Aber kann es noch irgendwie saven, indem ich nach unten schüttel. Und das war's. Kann man noch schaffen. Wenn du Kaskade ungefähr bei 6 Minuten oder unter 6 Minuten verlässt, dann wirst du das mit dem Seed wahrscheinlich schaffen. Deswegen beeile ich mich hier. Es wird gerollt, gerollt, gerollt. Jetzt nach links. Seed einsammeln und schnell in den Topf. Rückwärtssalto, Wandsprung. Und der Vogel wird natürlich auch mitgenommen, indem ich die Cap nach oben schüttel. Und let's go! Seed ist gewachsen. Den Mond kann ich mir holen. Die anderen Monde in der Nähe habe ich mir schon geholt, wie zum Beispiel den im Shop. Und jetzt geht es nach draußen zu dem Berg. Rückwärts halt vom Eiszapfen. 2 Hechtsprünge und der wird ebenfalls eingesammelt. Ja, ab hier ist relativ alles ähnlich wie beim letzten PB. So, das ist glaube ich die erste Stelle, wo ich so ein bisschen verkackt habe. Ich versuche am Eiszapfen abzuspringen. Das klappt aber zweimal nicht, deswegen versuche ich mich nochmal so ein bisschen zu positionieren. Jetzt funktioniert es. Rückwärtssalto ab nach links, Wandsprung, hol mir den nächsten Mond. So, ab hier ist auch relativ vieles ähnlich wie beim letzten Mal. Beim Kugelwilli gibt es da einen kleinen Unterschied, und zwar springe ich schon vorher ab. Das habe ich zuvor nicht gemacht, also ich bin immer gegen die Wand geknallt. Und dann konnte ich entweder noch einen Wandsprung machen, oder es hat nicht funktioniert, weil Mario irgendwo gegengekommen ist. Das war problematisch, weil ich dadurch runtergefallen bin. So, hier ebenfalls ein Wandsprung. Schnell Kugelwilli einnehmen und in die Kiste. Zweite Kugelwilli hat ebenfalls funktioniert ohne Probleme. Die zweite Kiste habe ich mitgenommen mit dem Geld, weil das Geld brauche ich für später. Und das hier mit der Palme, das funktioniert manchmal nicht. Also ich drehe meine Controller, beziehungsweise ich schütte meinen Controller so, dass Mario sich dreht. Aber manchmal geht's, manchmal nicht. Und hier bin ich schon in Seeland. Das ist auch kein Problem. Der Brudel ist inzwischen auch einfacher, weil man kann am Anfang einfach einen Dreisprung machen und auf seinen Kopf. Das habe ich früher nicht gemacht, weil ich nicht wusste, dass das funktioniert. Und hier gibt es ebenfalls einen Trick, womit man ihn so schnell wie möglich besiegt. Da muss auch das Timing stimmen. Es hat gestimmt. Nice. Bei Wodis weiß ich inzwischen, dass ich beim Hasen einfach schütteln kann. Dadurch liegt die Cap direkt zu ihm. Und man fängt den Hasen auf jeden Fall beim ersten Mal. Hier kauft mir einen Mond. Und jetzt kommt eine Stelle, die relativ... Also die ist nicht wirklich schwer. Aber ich hatte anfangs so ein bisschen meine Probleme. Hier ein Dreiersprung. Und es gibt eine ganz bestimmte Stelle, wo man stehen kann. In der Wand, beziehungsweise vor der Wand. Hier nochmal ein Wandsprung. Und ich rolle mich, drehe mich nach links, springe ein paar Mal und hoffe, dass ich da irgendwie hochkomme. Das ist ein Trick.
und merke relativ schnell, oh, ich bin nicht hoch genug, ich muss es nochmal probieren, ich habe keine andere Wahl. Und diesmal klappt es glücklicherweise. Jetzt gehe ich geradeaus, mache einen Long Jump, Dreiersprung, Hechtsprung und eine Stampfattacke. Das ist eine Route. Es gibt noch eine andere, die benutzt unter anderem Hübi, und zwar im Wasser gibt es so eine Höhle mit Fussis und da kann man sich ebenfalls beim Mond holen. Aber soweit ich weiß, ist meine schneller und ich habe sie mehr oder weniger perfektioniert. Hier wird es ein bisschen gefährlich, und zwar rolle ich mich in der Slope entlang. Man muss aber aufpassen, dass man nicht runterfällt. Hier bin ich fast runtergefallen. Ist aber zum Glück nicht passiert. Und ich sammle den Main-Mond ein. So, hier ein Dreiersprung. Das habe ich früher auch nicht immer gemacht, obwohl das nicht wirklich... Also ist es nicht wirklich gefährlich. Deswegen habe ich mir das angeeignet. Und hier in der Sub-Area muss man mit der Kreatur rechtzeitig schütteln. Dann gelangt man von da hier nach oben und der nächste Mond. Draußen Rückwärtssalto, Capsprung nach links, Wandsprung und auf zum leichtesten Boss in der Geschichte von Mario. Also der ist wirklich easy. Man springt auf ihn rauf, wartet, bis er mit seiner Mütze kommt und macht dasselbe nochmal. Dreimal. Bei Clouded habe ich am Anfang normalerweise die zweite Wolke aktiviert, nachdem ich einen Hechtsprung gemacht habe. Aber irgendwann wurde mir das zu gefährlich, weil ich da oft gegengeprallt bin. Und deswegen mache ich das inzwischen mit der ersten Wolke. Bowser war kein Problem, also ich habe da keine Fehler gemacht. Deswegen... Tschüss. Bei Lost habe ich leider immer noch das Problem, dass ich auf die Palme nicht so richtig lande. Deswegen bin ich ja zweimal runtergefallen. Und muss mich hier nochmal positionieren. Dreiersprung. Und ich befinde mich auf der anderen Seite. Und jetzt kommt der Butterfly. Da kann man die Cap hier einfach schütteln, beziehungsweise den Controller schütteln. Hechtsprung zum Mond ist vielleicht ein bisschen dangerous, aber ich habe mich einfach daran gewöhnt. Und jetzt springe ich nach links, erst zum Mond und dann zum Bird. Also davor habe ich das immer andersherum gemacht. Aber so geht es anscheinend 1, 2, 3 Sekunden schneller. Und ja. Hier nochmal eine Stampfattacke. Lost ist auch relativ satisfying, weil man so schnell diese Monde einsammelt. Mit der Kreatur habe ich das so ein kleines bisschen verkackt. Er hat nämlich die falschen Kids zerstört. Also normalerweise zerstört er beide. Aber ich habe mich ein bisschen falsch positioniert, deswegen hat er nur eine zerstört. Aus diesem Grund muss ich das Ganze nochmal machen. Hat mir schon einige Sekunden geklaut. Aber ist jetzt kein gravierender Fehler. Und genau, und hier habe ich einfach vergessen, mich zu ducken. Das ist auch ein kleiner dummer Fehler, der mich ein paar Sekunden kostet. Und jetzt kommt ein Sprung, der relativ gefährlich ist. Die meisten springen hier einfach runter und machen einen Hechtsprung, weil der Mond direkt über der Lava ist. Aber ich nehme die Zeit, um hier zu landen und dann den Hechtsprung zu machen, weil mir das einfach leichter fällt. Hier ein Hechtsprung. Davor habe ich immer einen Dreiersprung gemacht, das ist ein bisschen langsamer. Aber jetzt kann ich das schneller. Hier nochmal ein Dreiersprung. Und Wandsprung an die Wand. Long Jump zu dem Mond. Easy. Nice. Im Turm habe ich inzwischen eine schnellere Strategie, und zwar mache ich am Anfang einen Long Jump, dann einen Dreiersprung, werfe Cap gegen die Wand und versuche nach dem Wandsprung irgendwie nach links zu kommen und bin so schnell, dass ich noch den Fahrstuhl mitnehmen kann. So, hier könnte man hochklettern, aber so geht das einfach schneller. Dann nach rechts, dann gegen die Wand, Wandsprung und wir sind schon bei der Kiste. Und diesen gefährlichen Jump auf die andere Seite des Raumes fällt mir inzwischen auch nicht mehr so schwer. Jetzt kommen wir zu meinem zweitgrößten Problem im Speedrun, und zwar der Mecha-Wiggler. Die erste Form ist noch relativ einfach, danach bewegt er sich von Wand zu Wand, und wenn man selber an der Wand steht, beziehungsweise an der Ecke, dann geht das einfach schneller. Und ich hatte das Glück, dass ich bei der zweiten Form alles getroffen habe. Es war aber knapp. Die oberen beiden habe ich gerade noch so getroffen. Und wenn man das nicht schafft, dann geht er nochmal in die Wand rein und dann verliert man so viele Sekunden. Das ist unglaublich. RC-Card hat auch relativ gut funktioniert. Jetzt springe ich auf das Auto rauf, um schneller auf die linke Seite, also auf das Gebäude zu gelangen. Verwandle mich, gehe nach rechts und hier unter dem Müll ist ebenfalls ein Mond. Und jetzt kommt ein satisfying Sprung zu dem Typen, der alleine auf der Bank chillt. Die gibt ebenfalls einen Mond. Und jetzt Long Jump von da oben, wo der Müll ist, in den Mond rein. Und hier hatte ich damals auch so meine Probleme, aber jetzt versuche ich mich wirklich zu positionieren, schön mittig zu bleiben und anstatt zu klettern, hin und her zu springen, weil es einfach ein kleines bisschen schneller geht. Nice. Mond wird eingesammelt und jetzt ein Longjump zum Pool, über den Pool beim Fallen den Mond einsammeln und jetzt eine Stampftacke auf den Punkt im Pool, da ist nämlich Pixel Luigi und er gibt uns Geld, das wir später brauchen. Und hier im Boden ist ebenfalls ein Mond. Das nehmen wir natürlich mit. In dem Raum mit den vielen Menschen hat auch alles relativ gut geklappt. Wir springen nach vorne, sammeln den Mond ein und jetzt kommen wir zu Hamburg. Und hier hatte ich am Anfang mal so ein bisschen meinen Struggles, weil ich nicht wusste, wie ich da runterspringe. Inzwischen weiß ich das, weil ich mir genügend Videos angeguckt habe. Hier machen wir nochmal einen Cap Jump, rollen uns hoch zu Captain Toad und sammeln seinen Mond ein.
Hier springen wir zurück und einige Leute benutzen die Kisten, um Wandsprünge zu machen. Ich persönlich mache da einfach eine Stampfzacke, Wandsprung und so geht das meiner Meinung nach schneller. Im Shop holen wir uns noch einen Mond, deswegen brauchen wir den Pixel-Luigi, damit wir uns das leisten können. Und hier auf dem Schirm hat das nicht ganz so gut funktioniert. Also ich bin irgendwo gegengeknallt, musste das Ganze nochmal machen. Diesmal funktioniert der Wandsprung und wir sind oben. Bei dem Raum mit dem Gummis muss man immer so ein bisschen aufpassen, weil der Boden slippery ist. Wir geben uns auf die nächste Plattform und springen schon von hier. Ist vielleicht ein bisschen risky, aber in den meisten Fällen funktioniert das sowieso. Kein Problem. Und in dieser Sub-Area hat auch alles relativ gut funktioniert. Also wir sind schön in der Nähe der Wand geblieben und sammeln den letzten Mond ein. Nice. So, jetzt vom Küstenland. Hier springen gegen die Wand. Wandsprung. Hier nochmal eine Stampfattacke. Am besten nah zum Rand, damit wir hier auf jeden Fall hochkommen. Nachdem wir den Mond eingesammelt haben, machen wir eine Stampfattacke und rollen uns zurück, nehmen die Kameraansicht mit und gehen in die Pipe. Let's go. So, und nach der Pipe kommt eine Stelle, mit der ich anfangs mal so ein bisschen Struggles hatte, aber ich habe gemerkt, mit einem Rückwärtssalto ist das einfacher, als wenn ich eine Stampfattacke mache und dann einen Capsprung nach vorne. So, und jetzt kommen wir zu dem Fischclip, der ist inzwischen gar kein Problem, aber wie gesagt, ich habe immer noch viel mehr Angst davor, inbound zu gehen, als out of bounds. Und deswegen lasse ich mir hier immer so ein bisschen Zeit und versuche den Mond also ganz vorsichtig einzusammeln, damit ich nicht inbounds gehe. Schlemmerland. Dreiersprung am Anfang. Mit dem hatte ich ebenfalls meine Struggles, aber inzwischen komme ich da immer hoch. Okay. Das ist gar kein Problem mehr. Und hier ist auch schon der erste Mond. So, jetzt kommt nochmal der Fight. Ach nee, den habe ich übersprungen. Okay. Also ich roll hier runter und mache hier eine Stampfattacke, springe an die Wand des Gebäudes und ja, schüttle die Kontrolle nach unten, damit er den Mond mitnimmt. Burger, Bruder, ich hab richtig Bock auf Burger. Jetzt kommt eine Stelle, die einfach nur Spaß macht, die ist einfach nur chillig. Und früher habe ich mal gezogen, aber ich habe gemerkt, yo, ich kann einfach schütten, das geht viel, viel schneller. Hier nach rechts, hier nach links und hier muss ich ziehen, um auf die rechte Seite zu gelangen. Der wird mitgenommen, Hechtsprung und der Mond ist eingesammelt. So, jetzt werde ich auf die linke Seite springen, aber so diagonal nach oben links, um über den Zaun zu hüpfen, okay. Hat bisher immer funktioniert. Hothead. Jetzt bin ich oben. Diese Stelle hat mir damals mal so ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet, weil ich nie am höchsten Punkt die Cappy nach vorne geworfen habe. Dadurch bin ich nicht auf die andere Seite gekommen, aber das hat auch wunderbar funktioniert. Ich sammle den Mond ein, mache eine Stampfattacke und ändere dabei die Kameraperspektive, springe auf die andere Seite und mache hier einen Rückwärtssalto, weil es einfach besser ist. Smooth like butter. So, das ist der letzte Triple Mond und wir begeben uns zum Drachen. Das heißt, wenn das jetzt einfach alles normal weitergeht, ohne gravierende Fehler, könnte das sogar 1,9 werden. Also man merkt, dass ich inzwischen ein bisschen mehr rede, meine Laune wird immer besser, weil ich realisiere, oh, das könnte ein neuer PB werden. Und zum Drachen muss ich nicht viel sagen, weil der, gegen den kämpft man im Grunde immer gleich. Die Stelle kann ich inzwischen auch ein bisschen besser. Ich begebe mich aufs Dach, dann aufs andere Dach und nehme den Minimond sozusagen birdless mit. Weil hier kann ich einfach auf die andere Seite springen und habe jetzt fast alle Minimonde. Der wird natürlich mitgenommen und der Minimond mit einem nach unten schütten ebenfalls. Let's go. Diesen Mond holt man sich normalerweise von der anderen Seite, aber man kann am Anfang schon einen Dreiersprung ausführen, hier einen Hechtsprung machen, dadurch sammelt man den Mond ein und jetzt kommt Hopper oder Topper, auf jeden Fall dieser Hoot Rabbit. Hier schaffe ich jetzt zum Glück, auf seinen Hut zu springen. Möchte jetzt nochmal jumpen, das wird aber nicht funktionieren. Hab dadurch ein paar Sekunden verloren, ist nicht so schlimm. Das Blöde ist nur, hier versuche ich nochmal auf seinen Hut zu jumpen. Es war aber der falsche Hut. Versuche hier nochmal zu springen, wieder verfehlt. Deswegen habe ich dadurch relativ viel Zeit verloren. Es war nicht zu viel, aber es ist trotzdem ein bisschen ärgerlich. Und er ist tot. Dafür läuft aber der andere Rabbit gut. Also bei ihr hatte ich gar keine Probleme. Wurde fast erreicht. True. Jetzt kommt die letzte Etappe von Bowser's Kingdom. Die Section mache ich birdless, springe hoch, mache hier eine Stampfattacke, Cap Jump, nochmal Stampfattacke. Und hier kommt ein Stell, wo ich mir so ein bisschen Zeit nehme. Ich will wirklich am Rand stehen. Rückwärtssalto, damit ich hier auf jeden Fall rüberkomme. Und jetzt verwandeln wir uns in den Bird. Es ist soweit. Der Kampf, beziehungsweise die Stelle im Speedrun, vor dem ich am meisten Angst habe, der blöde Mecker. Das Ding ist, ich mache den halt birdless und natürlich ist das ein bisschen riskanter, aber ich habe das so viel geübt und auf die Art und Weise will ich das in Zukunft immer schaffen. So, wir begeben uns auf sein linkes Bein, springen so, dass wir nicht irgendwo gegenkommen. Erste Kuppel hat funktioniert, jetzt versuchen wir nochmal irgendwie auf dem Mecker drauf zu landen. Spring rechts an der harten Statue vorbei und auf die nächste Kuppel, die zum Glück ebenfalls funktioniert hat. Und jetzt wird es tricky. Wir sind zum Glück relativ weit oben, das heißt, wir landen auf dem Mecker easy.
Davor habe ich entweder auf die 5 langen Schritte geachtet oder wann er sich dreht, aber es gibt hier einen bestimmten Trick, und zwar wenn er anhält, genau so springen, sodass man auf jeden Fall auf der Kuppel landet. Und jetzt bin ich relativ confident, dass wir es schaffen. Let's fucking go! Aber ich darf mich nicht so früh freuen. Wir haben immer noch den Moonskip vor uns, der klar geht. Aber bei Bowser könnten wir auch noch Sloppy-Fehler machen. Moonskip habe ich auch relativ viel geübt, deswegen ist es kein Problem. Ich sehe ungefähr, wo das X ist und springe dementsprechend hoch. Easy. Und jetzt kommt der letzte Bowser. Der hat glücklicherweise auch ohne Probleme funktioniert. Bei meinem letzten PB war ich ein bisschen sloppy, weil ich einmal den Hut verfehlt habe. Aber hier läuft alles perfekt. Ich glaube, wenn man schüttelt, dann kann man ihn schneller schlagen. Aber irgendwie habe ich damit so ein bisschen meine Probleme, beziehungsweise ich habe Angst. In den nächsten Runs probiere ich das einfach mal. Das hier ist die letzte Etappe, die Bowser-Flucht. Der Chat war übertrieben gehypt. Und jetzt kommt eine Stelle, der sogenannte alte 2D-Skip. Man kann hier einen Dreiersprung ausführen und kommt dadurch ein bisschen schneller hoch. So, und 2D hat auch relativ gut funktioniert. Der letzte Raum, wo man 4 Säulen zerstören muss. Davor habe ich das mal so gemacht, dass ich erst die rechte Säule zerstört habe, dann hinten rechts, dann hinten links und dann links. Aber es geht schneller, wenn ich erst die rechte zerstöre, dann vorne links, dann hinten links und dann hinten rechts. Okay. Also keine Ahnung, warum ich das früher immer anders gemacht habe. Hab da, glaube ich, nicht so drauf geachtet, weil ich mir dachte, komm, das ist eh der letzte Raum. Hier ist es fast egal, aber es ist nicht wirklich egal. Freunde! Das große Finale! Das große Finale! Wir haben 1 Stunde 9 und 37 Sekunden! Ja, Mann! Guck mal hier! Es tut mir so leid, dass ich meine Fresse gehalten habe, Leute. Ich bin normalerweise besserer Streamer, beziehungsweise rede mehr, beziehungsweise interagiere mehr mit dem Chat. Aber jetzt wollte ich mich einfach nur konzentrieren. Und immer schön auf die Glocke drücken, Leute.